Hi Leute, willkommen zurück zur Total War Liga, willkommen zurück zu einem weiteren Gefecht davon, zu einem weiteren Replay. Und heute werden wir uns folgendes Gefecht anschauen, und zwar falsches Ding. Hier, Replays, genau. Und zwar schauen wir uns heute an, David als Mazilla gegen Toni Tiger als Armenien. Ja, Toni Tiger hat sein letztes Gefecht gewonnen gegen Maledio, sehr überraschend, wie ich fand. Und David hat seins verloren gegen Master KV. Das war jetzt nicht so extrem überraschend oder auch, es waren ausgeglichene Spieler beide. Von dem her finde ich das jetzt sehr interessant hier, dieses Gefecht, das jetzt hier kommen wird. Momentan ist es auch so, was das Ranking angeht. David ist auf Rang 6 zusammen mit Maledi, beide 15 Punkte. Und Toni Tiger zusammen mit Inexon, aber Inexon hat ja sein Gefecht schon gespielt, hier mit 8 Punkten unterwegs im Moment. Drum bin ich echt mal gespannt, wie das Gefecht wird. Und wäre sicherlich für beide wichtig, weil Toni Tiger auf Rang 14 ist jetzt auch nicht unbedingt so toll. Ansonsten, wie sieht es aus mit den Fraktionen? Toni Tiger hat neben Armenien noch die Massageten, die hat er bisher dreimal gespielt, Armenien jetzt zum sechsten Mal und eben David fünfmal Parthien bisher und jetzt zum vierten Mal in diesem Gefecht Massilia. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall auf dieses Gefecht hier. Schauen wir uns mal beide Armeen an. Fangen wir mal mit der Armee von David an. Wir haben hier dreimal massilianische Bogenschützen mit einer Reichweite von 145 und 6 Schuss pro Minute. Dann haben wir hier Axtkämpfer, wir haben Massianische Tureos-Spears, wir haben Thorax-Swordsmen, wir haben Thorax-Swordsmen, Axtkämpfer, Tureos-Spears, Noble Spearmen als General. Hier auf der rechten Flanke haben wir zweimal Axtkämpfer und davor zweimal Massianische Tureos-Speerträger und hier drüben nochmal dreimal Kavallerie, ein bisschen außerhalb vom Wald. Ich weiß nicht, warum er den nicht auch noch mit versteckt hat. Und hier haben wir nochmal drei Einheiten Citizen Cavalry, habe ich die gerade schon genannt? Ich weiß es nicht. Egal. So, jetzt Toni Tigers Armee. Wir haben hier dreimal persische Bogenschützen, Speerträger. Ich glaube, die haben den Speer als Nahkampfwaffe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, keine Ahnung, kann sein. Haben theoretisch hier den besseren Melee Defense. Ja, kann schon sein, müssen wir mal beobachten. Sonst macht es ja keinen Sinn. Dahinter viermal persische Hopliten und jeweils an der linken und rechten Flanke einmal eine Einheit Hillman. Als General hatte ich hier eine Einheit königliche Kataphrakte dabei. Und hier auf der rechten Flanke haben wir dreimal Söldner kappadokische Kavallerie und einmal armenische Asabara Kavallerie. Und ja, genau, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal fortsetzen das Ganze. Ich finde die Idee von David hier mit der Kavallerie an der Flanke und auch mit der Infanterie durch den Wald hier gut. Zum einen spürt man Feinde auf, die hier zufälligerweise durch den Wald laufen könnten. Ja, vor allem hier mit der Infanterie ist das ganz gut. Und zum zweiten könnte man auch den Gegner hier selber dann irgendwann mal flankieren, wenn man lange genug hier im Wald drinnen bleibt. Genau, aber das kann man halt eben auch finden, Feinde im Wald, die man hier übersehen hat, wie auch immer, oder nicht findet. Und in dem Fall haben wir jetzt hier Asabara-Kavallerie zweimal, die jetzt hier rausreitet. Und die unvorbereiteten Bürgerkavalleristen hier auch treffen kann. Das finde ich mal einen gelungenen Charge hier. Gehen wir mal raus, machen es auch schneller. So. Ja, das war auf jeden Fall gar nicht schlecht gemacht hier von Toni Tiger. David reagiert allerdings sofort, aber hier kommt die zweite Einheit Kavallerie. Jetzt hier im Gefecht Nahkampfkavallerie gegen Schockkavallerie. Das ist ja immer eine ganz interessante Sache. Rein von den Werten, wie sieht es hier gerade aus? 36, 31, 26, 29. 10, 57, Bonus versus Large haben die ja auch. 10, okay. 57 Charge, 65 Melee, Charge 32, Melee 61. Also, es sind durchaus schlechter. 77 Rüstung, 97. Das ist natürlich besser hier von den Citizen Cavalry. Health 120, dafür die nur 105. 60 Base Moral und Basis Moral und die hier nur 45. Aber jetzt kommen eben hier auch noch die Speerträger dazu und es ist natürlich Grund genug für
Tonitiger aus dem Gefecht sich hier zurückzuziehen, bevor er einfach noch ganz schön viele Reiter verliert. Aber er hat auf jeden Fall den Vormarsch hier von der Infanterie gestoppt, auch von der Kavallerie, und hat auch einige Reiter töten können. Von dem her war das gar nicht so schlecht. Und er weiß jetzt, wenn er es schlau macht, dass hier vielleicht noch mehr Gegner drin stehen. Das weiß es Tonitiger soweit. So, jetzt Bogenschützengefecht hier so ein bisschen, beziehungsweise kleines Plänkelgefecht hier zwischen beiden Seiten. Aber David ist hier fest entschlossen, gleich vorzurücken. Und macht es ja auch. Natürlich sind die Wurfspeere hier in die Reihen der Hopliten ziemlich böse, wobei jetzt nicht allzu viele Leute gestorben sind. Ist ja bei der ersten Salve von Fernkämpfern meistens so. So, und jetzt sollte Tonitiger halt ein bisschen versuchen, hier seinen Mannvorteil ein bisschen oder seinen Einheitenvorteil hier gerade auszunutzen. Zum Beispiel hier um die Flanke rumgehen, über die andere Flanke rum. Wobei es natürlich hier so ist, dass wir hier noch die Infanterie haben, die hier jetzt aus dem Wald kam. Da kämpfen jetzt Hillman und georgische mittlere Schwertkämpfer dagegen. Moment mal, ach, er hatte da auch nochmal Einheiten im Wald drin übrigens und da nochmal eine. Die verfolgen jetzt zum Beispiel hier auch diese Tureos, weil die Tureos wiederum die kappadokische Kavallerie verfolgen. Also ziemlich komische Situation da drüben. Aber jetzt kommen hier die Kavalleristen, die Citizen Cavalry von David. Können hier mal ordentlich reinreiten und es tut natürlich weh. Und wir stellen fest, tatsächlich, die Kollegen hier haben Speere. Ui, ich habe gerade gedacht, das wäre nochmal eine feindliche Kavallerieeinheit, aber das sieht doch verdammt nach den königlichen Kataphrakten aus. Und sind es auch. Ja, David macht es hier gut. Er kann jetzt hier mit einer Einheit Toreo Spears gegen die Hillmen aushalten, hier auch an der Flanke. Also es wird hier erstmal nichts mit dem Umlaufen, mit dem Umgehen. Dass sich hier Tonitiger so ein bisschen anders vorgestellt hat, denke ich mir. Vor allem kommt jetzt hier eine Einheit Noble Spearman in diesen Kavalleriekampf rein. Das ist natürlich auch nicht schlecht von Tonitiger hier, die feindliche Kavallerie aufzuhalten, wobei er selber dafür auch drei Einheiten Kavallerie einsetzen muss. Da könnte man natürlich sich auch noch was Besseres vorstellen, was man mit so einer Einheit Schockkavallerie so machen könnte. Beispielsweise hier irgendwo in den Rücken reinreiten. Vor allem, man sieht hier die Qualität der Truppen von Massilia ist durchaus gleichwertig eigentlich, aber irgendwie läuft es hier momentan an vielen Stellen deutlich besser für Massilia, deutlich besser für David hier beispielsweise gegen die Hillmen oder auch die persischen Hopliten hier drüben. Hier ist relativ ausgeglichen, eher ein Vorteil sogar auf Armeniens Seite, aber hier sind jetzt die massilianischen Truppen überall schon durchgekommen gegen Hillman gegen georgische Infanterie, gegen Hopliten und so weiter und so fort. Man sieht hier wieder ganz klar, Hopliten haben einfach einen Nachteil im Nahkampf gegen Schwertkämpfer und gegen Axtkämpfer vor allem. Das haben wir ja auch noch dabei hier bei Massilia. Ja, immer noch hier der Kavalleriekampf, jetzt auch noch mit Noble Spearman dazwischen und eine Einheit Tureo Spears, das ist natürlich hart. Axtkämpfer, die jetzt so langsam sich hier sammeln können. Und vielleicht bald mal die Möglichkeit haben, hier den Rücken zu rennen, Rücken zu chargen von diesen georgischen Medium Swordsman, von diesen beiden Einheiten. Hier die nächste Einheit frei und da kommen auch nochmal zwei weitere freie Einheiten. Also das sieht relativ schlecht aus für Tonitiger im Moment. Die Kavallerie hier drüben ist jetzt auch frei von Massilia, von David. Ein paar Einheiten, ein paar Mann der Kavallerie aus Armenien lebt noch. Aber die haben gerade auch ziemliche Fluste durch das Wegreiten hier. Oh, hier geht's böse runter. So, jetzt das Sandwich von Sandwich. Können wir jetzt hier sehen. Ja, ist auch mal interessant, würde ich sagen. Sowas zu sehen, wenn wir hier ein Sandwich vom Sandwich haben. Ich denke, wir können uns das jetzt mal in Ruhe ein bisschen anschauen. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen, wenn man auch einfach mal so ein bisschen reinschaut in so ein Gefecht. Oh, die sehen ja auch cool aus. Welche Einheit ist das? Das sind die Noble Spearmen, habe ich fast gedacht.
Ja, übrigens das lange erwartete Gefecht, wahrscheinlich das am meisten erwartete zwischen Sven und Gringor, werde ich wahrscheinlich am Samstag hochladen, nur so zur Information. Das habe ich gedacht, das spare ich mir fürs Wochenende auf. So, was haben wir hier drüben? Noch ein Kavalleriekampf zwischen, oder nee, ein Kampf zwischen, ah doch, Citizen Cavalry ist auch noch dabei. Aber auch kappadokische Kavallerie und hier Axtkämpfer. Sieht relativ schlecht aus. Hier drüben auch noch ein Kampf am Laufen. Alles mögliche an Kavallerie hier, auch ein paar Schwertkämpfer gegen Speerträger. Naja, ist vielleicht auch nicht so toll, da gegen Schwertkämpfer noch zu kämpfen. Der Kampf hier hat sich jetzt erledigt. Ziemlich viele Tote, wie man hier sehen kann. Ja, und jetzt trampeln hier noch die massilianischen Bogenschützen drüber. Ja, und das wird hier ein deutlicher Sieg, das kann man schon mal sagen. Das wird sehr, sehr deutlich. Aber hat David auch gut gemacht, hat eine gute Taktik gehabt, eine gute Einheitenzusammenstellung. Und das war eine erfolgreiche Schlacht hier mit Massilia. Wirklich erfolgreich. Was mich nachher mal noch interessiert, sind hier die Friendly Fire Kills, die er mit seinen Bogenschützen hatte. Und ich glaube, die Bogenschützen von Konitiger waren nicht so wirklich gut unterwegs. Man muss auch sagen, das habe ich vorhin jetzt vergessen, hier so ein bisschen noch konkreter zu zeigen. Er hat auch seine Bogenschützen gut eingesetzt hier, um gegen große Einheitenblobs des Gegners zu schießen und so weiter und so fort. Also waren gute Akzente gesetzt hier in diesem Gefecht von David. Also, dann schauen wir es uns jetzt mal an. Eins muss man gleich sagen, man sieht hier, die Kavallerie war jetzt eher so semi-erfolgreich. Die Infanterie hatte durchweg eigentlich ziemlich ordentliche Durchschnittswerte für Infanterie eben. Der General 190 Kills und nur ganz, ganz wenig Verluste, das ist natürlich super. Hier, also die Noble Spearmen scheinen auch ziemlich adlig zu sein. Ansonsten haben wir die drei Einheiten Bogenschützen mit ganz ordentlichen Kills hier. Ist in Ordnung, jetzt nicht überragend, genau. Auf der Gegenseite, die Kavallerie hat wohl den besten Job gemacht, vor allem manche Einheiten hier, der General und auch die 123 Kills sind in Ordnung, der Rest, naja. Ist auch immer die Frage, wo man dann eben so Schockkavallerie einsetzt. Da muss man sich natürlich das überlegen. Ich finde, gegen feindliche Kavallerie, Schockkavallerie einzusetzen, ist immer so ein bisschen, naja, in den Rücken von Feinden oder gegen Einheiten an sich von Feinden ist das immer ganz ordentlich, vor allem gegen Feinde, die irgendwie Axtkämpfer oder Schwertkämpfer sind. Ja. Also klar, gegen Bogenschützen immer, aber vor allem gegen so Einheiten Schockkavallerie ist da wirklich sehr, sehr tödlich. Dann die Bogenschützen haben überhaupt null gebracht, fast, also nicht wirklich gut. Auch die Infanterie, die Hopliten, ich denke, da hat es sich auch mehr vorgestellt drunter, waren eher eine Enttäuschung. Die Hillmen auch, ja, einzig diese georgischen Schwertkämpfer, die ich irgendwie alle total übersehen hatte. Ich weiß gar nicht, wo die alle standen. Ich habe die einfach nicht gefunden. Gell? Tut mir leid an der Stelle. Die waren noch ganz in Ordnung insgesamt. Ja, hat David 2980 Mann aufgestellt, hat 1327 Mann nur verloren. Das ist natürlich auch sehr, sehr wenig. Während Konitiger 2710 Mann aufgestellt hat und davon 2344 Mann verloren hat. Und ja, jetzt sieht man es hier. Wir haben hier 1263 Atonitier gekillt und David hat 1327 Mann verloren, also hier 60 ja, Friendly Fire Kills circa. Aber schon eine ganz schöne Hausnummer, 64 Stück. Das hat man auch, hätte man auch gemerkt, wenn ich darauf noch ein bisschen mehr eingegangen wäre. Es tut mir leid. Ich habe das Video hier gerade schon mal aufgenommen und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, also zumindest zum Teil, bis mir aufgefallen ist, scheiße, dein Aufnahmeprogramm war ja gar nicht an. Naja, also gut, trotzdem denke ich, hat man das auch ganz gut gesehen. Ja, und dann hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat und dann sehen wir uns morgen wieder. Natürlich um 16 Uhr auch Third Age und ja, genau. Und was haben wir noch? Morgen ist wieder Freitag, genau. Da kommt dann natürlich auch um 12 Uhr Civ 5 Multiplayer, genau, richtig. Also, vielen Dank und bis dahin. Ciao, Leute.